Vermögensschutz 2024 geht genau so. Diese Geldanlagestrategie zahlt sich aus, auch für dich. Im heutigen Video wollen wir uns mal anschauen, was verschiedene Banken, unter anderem die DZ Bank, für das Jahr 2023 analysiert haben, welche Einflussfaktoren wie auf das Geldvermögen der Deutschen eingewirkt hat. Das Geldvermögen der Deutschen lag im am Jahresende bei 7,9 Billionen Euro. Dabei ist ganz wichtig, sich mal anzuschauen, wie sich zusammensetzt und wie man das Ganze verbessern kann. Denn es gibt ganz, ganz viel Potenzial, um das Ganze noch sicherer aufzustellen und noch ertragreicher zu gestalten, sodass du wirklich einen positiven Realertrag auch hast. Gut, also ganz wichtig ist, ich habe es kurz erwähnt, das Geldvermögen der Deutschen ist um 6% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr, also Jahresende 2023, auf 7,9 Billionen Euro. Und genau drei Einflussfaktoren gibt es, die verantwortlich waren, dass es im letzten Jahr so funktioniert hat. Also es lag als erstes mal daran, dass wir eine Sparquote haben von 11,2% vom Einkommen. Das ist generell nicht schlecht, aber niedriger als 2020. Da lag die Sparquote bei 16,5% und 2021 bei 14,9%. Das ist natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar, denn auf der anderen Seite durch die Inflation getrieben waren natürlich die Lebenshaltungskosten extrem gestiegen. So war weniger übrig, um wegzupacken. Ein zweiter Einflussfaktor, das waren natürlich die Zinsen. Im März 2022 hatten wir ungefähr einen Zins von 0,6%. Der ist bis Oktober 2023 auf 3,3% gestiegen. Aber, und das ist natürlich wichtig, der Realzins, also die Zinsen, die du erwirtschaften kannst, minus die Inflation von 3,8% im Oktober 2023, war dann doch eher negativ. Also das heißt, negativer Realzins bedeutet Kaufkraftverlust für dich und für dein Vermögen. Ganz wichtiger Faktor bei der Entwicklung des Geldvermögens 2023 war natürlich, wie soll das auch anders sein, das Investment in Aktien. Und zwar war es da so, dass der DAX bis Jahresende mit einem Plus von knapp 20% abgeschlossen hat. Andere börsennotierte oder andere Indizes, beispielsweise wie der Eurostoxx 50, haben ähnliche Wertsteigerungen oder Aktiengewinne gebracht. Und in der Summe waren es über 200 Milliarden, die verantwortlich waren für die Steigerung des Geldvermögens. Das ist mal wichtig. Aber trotz, dass die Aktienkurse und die Aktienquote, die Aktiengewinne im letzten Jahr so positiv waren, wohlgemerkt auch bei einer relativ hohen Volatilität, also bei einer sehr hohen Schwankung, das ist auch wichtig. Und das ist auch das, wovor sich die Menschen dann doch fürchten. Aber wenn du dranbleibst, da habe ich noch eine ganz interessante Grafik mitgebracht, legen die Deutschen ihr Geld immer noch so an, dass 40% auf Sparkonten versauern, also in Zinspapieren, mit denen es unmöglich ist, die Kaufkraft seines Geldes zu erhalten. Das geht langfristig nicht. 29% sind Versicherungsansprüche, also haben wir schon fast 70% Geldvermögen, das immer so in Zinspapieren schlummert oder alles, was damit zu tun hat. Und gerade einmal 9%, der Summe ist in Aktien investiert. Und genau da gibt es ja die wissenschaftlichen Beweise dazu, dass also über Jahrhunderte hinweg in über 35 entwickelten Ländern die einzigste Assetklasse dann letztendlich immer wieder Aktien waren, die in der Lage sind, langfristig die Inflation zu schlagen. Und da ist natürlich ein gigantisches Potenzial offen, also vielleicht auch in deinem Portfolio, dass du auch darüber nachdenkst, da ein bisschen umzuschichten. Und da habe ich mal ein wunderbares Beispiel mitgebracht, also damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Ich habe mir das mal angeschaut, was aktuell so auf dem 10-Jahres-Festgeld möglich ist. Soll nur mal ein ganz plakatives Beispiel sein, weil ich möchte dir auch ein Stück weit die Angst nehmen, davor vielleicht breit gestreut in den Weltaktienmarkt zu investieren, damit du mal siehst, was nötig ist und was man strategisch vielleicht daraus für Lehren ziehen kann. Also das Top-Angebot, was ich jetzt gefunden habe auf 10 Jahres Festgeld, waren 4,25% pro Jahr. Die Berechnung dazu sieht so aus, also jetzt mal losgelöst von Steuer- und Freistellungsaufträgen und was auch immer, es geht jetzt mal um die nackten Zahlen, weil es muss ja einfach mal jetzt hier, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Also 10.000 Euro investiert bei 4,25% per anno, bringen nach 10 Jahren eine Ablaufleistung von ca. 15.162,14. So, jetzt habe ich hier mal unseren weltweiten Aktienfonds dagegen mitgebracht, was der in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet hat. Der hat also 10,25% pro Jahr gebracht.
Wichtig zu wissen ist, ganz breite Streuung, über 8.100 Unternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung. Also ein unglaubliches risikogestreutes Produkt nach ETF, auf ETF-Kostenniveau, also ganz kostenschlank mit einer tollen Performance und mit einer tollen Zusammensetzung. Der hätte auf 10.000, aus 10.000 Euro in derselben Zeit 26.532 Euro gemacht. Und das sind über 11.000 Euro mehr aus deiner Anlage, die du getätigt hast. Also das ist natürlich Geld, das du brauchen kannst, und das ist nachhaltiger Vermögensschutz, weil du dort nach Abzug der Inflation, nach Abzug der Kosten und Steuern so einen positiven Realertrag hast, dass du definitiv nicht nur dein Geld erhalten hast, sondern dass du deutlich mehr aus deinem Vermögen gemacht hast. So machen es die Superreichen, so machen es die reichen Investoren, so machen es die Großen dieser Welt, und von denen können wir uns das abschauen. Jetzt weiß ich aber genau, weshalb der Deutsche keine Muße hat, sich mit Aktien zu beschäftigen, weil das doch, ich habe es ja erwähnt, eine sehr hohe Schwankung oft mitbringt, dass man dann also dann denkt, oh nee, und da ist Geld verloren. Ganz wichtig ist, wir wollen uns jetzt mal anschauen, was wäre denn nötig mit diesen 10.000 Euro? Was müsste denn ausfallen, damit du von Risiko sprechen kannst? So, also wir haben uns jetzt mal hier angeschaut, was aus den 10.000 in Aktieninvestment geworden ist, was aus den 10.000 in fest verzinslich geworden ist. Und wenn wir jetzt mal diese Rendite von 10,25% zugrunde legen, auf diese Zeit von 10 Jahren, das ist eine Rendite, die die Kapitalmärkte in der Zusammensetzung, wie wir das unseren Mandanten anbieten, also über alle Assetklassen hinweg, auf diese Zeit auch bieten kann. Und was wäre nötig? Was müsste aus deinem Anfangsinvestment von 10.000 Euro verschwinden, damit du lediglich das erhältst, was du mit dieser Zinsanlage erhältst? Also, und zwar müssten statt 10.000 Euro nur 5.714,45 investiert sein, damit du bei 10,25% pro Jahr auf die gleiche Ablaufleistung kommst wie mit dem Zinsinvestment. Was will ich dir damit sagen? Also 42,86% aller Unternehmen in diesem Aktienfonds müssten scheitern, vom Markt verschwinden. Was das nach sich ziehen würde, ist, denke ich, klar. Also wenn 42% aller börsennotierten Unternehmen weltweit verschwinden, was wir dann für ein Problem haben, ich glaube, da braucht man nicht mehr drüber reden. Das gab es in der Form auch noch nie. Das nur am Rande. Also das ist die Sicherheit für dein Investment. Also das heißt, diese riesige Streuung sorgt dafür, dass das für dich möglich ist. Und jetzt kann man natürlich da eine Strategie draus bauen. Wenn du sagst, okay, klar, 100% Aktienquote mache ich nicht. Also jetzt sind diese 5.714 gemessen an dem Anfangsinvestment von 10.000 Euro ja auch nur knapp 57% Aktienquote. Das kann man natürlich auch machen. Ich baue mir ein Portfolio mit 57% oder 60% Aktienquote. Zinsen gibt es wieder mit 40% Zinspapieren. So, und dann habe ich das gegeneinander laufen und kann das ausbalancieren, und schon habe ich eine wunderbare Rendite. Auf der einen Seite durch die Aktien etwas mehr PEP im Portfolio, auf der anderen Seite sichere Einkünfte durch Zinsen. So, und dann habe ich schon eine Anfangsstrategie, mit der man auf jeden Fall mal ins Rennen gehen kann und mit dem man auf jeden Fall auch mit dem Aktienanteil definitiv die Inflation schlagen kann. Damit kommen wir also seit ganz langer Zeit mit einer doch sehr, sehr anschaulichen Rendite daher, die wir unseren Mandanten bieten. Das Fazit von diesem Video ist natürlich, dass viele Menschen, vielleicht auch du selbst, auch nicht die Zeit haben, dann auch nicht die Nerven haben, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen, ne? Also die beste Strategie rauszufinden. Also was passt denn am besten zu mir? Deshalb kannst du auf die Erfahrung von mittlerweile über 28 Jahren zurückgreifen, die ich mitbringe. Und so kannst du dir eine sichere und stressfreie Geldanlage zusammenstellen. Ja, wichtig ist dann natürlich die Betreuung, die laufende Betreuung über Jahre hinweg, auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren. Das machen wir dann mit unseren Kunden immer in regelmäßigen Depotbesprechungen. Und wie gesagt, wenn du das verstanden hast, dass es wichtig ist, auch Teile seines Vermögens unbedingt in Aktien zu investieren, unterschiedlichster Art, dann trage dich gleich hier unten in den Link ein, in der Beschreibung, und für ein kostenloses Strategiegespräch, das wir gemeinsam führen, wo wir mal abklopfen können, wie gesagt, was wir da gemeinsam tun können. Für mich bleibt hier an der Stelle nichts anderes, als dir weiterhin ein wunderbares Jahr 2024 zu wünschen. Bleib vor allem gesund, bleib sicher mit deinem Geld. Bis zum nächsten Video, dein Marco Reus.